Umgang mit Gemeinheit anderer. Wenn jemand gemein zu jemand anderem ist, wie gehst du damit um? Und wenn jemand gemein zu dir ist, wie gehst du damit um? Wenn jemand zu dir gemein im Sinne von bösartig ist, das Klügste ist, es ignorieren. Jesus hat mal gesagt, wenn dir einer auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte hin. Liebe deine Gegner. Schenke auch dem Menschen, der nicht freundlich zu dir ist, deine Liebe und dein Mitgefühl. Eventuell musst du dich ein wenig zur Wehr setzen. Eventuell musst du dich vor ihm schützen. Aber am besten schenke ihm auch deine Liebe und dein Mitgefühl. Anders ist es, wenn jemand gemein ist zu jemand anders. Dann musst du eventuell schauen, wie du den Schwächeren schützen kannst, wie du ihm beistehen kannst und wie du dafür sorgen kannst, dass der andere mit seinen Gemeinheiten aufhört. Aber auch hier musst du überlegen, ist es meine Angelegenheit oder nicht? Ist die Sache so wichtig, dass ich etwas sagen muss oder nicht? Angenommen, die Gemeinheit ist eine größere, dann geht sie dich schon deshalb an, weil du Mensch bist. Angenommen, sei eine kleine Gemeinheit, einfach nur eine unfreundliche Bemerkung und du hast weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun, dann ist am klügsten, du hältst dich dort raus. Vielleicht merkt der andere gar nicht, dass er eine Gemeinheit ist und vielleicht war das, was der eine gesagt hat, auch nicht als Gemeinheit gemeint. Nicht immer sind die Umgangsformen von Menschen, die außen stehen, wirklich verstehbar. Manchmal muss man sich raushalten, aber bei größeren Gemeinheiten sollte man sich einmischen. Gemeinheiten gegen sich selbst ist am klügsten, man ignoriert sie. Und manchmal muss man auch dort etwas sagen und sich gegen Gemeinheiten zur Wehr setzen.